Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever in Homberg-Efze am neuen Bahnbetriebswerk beim offiziell benannten Homberg-Efze-Abzweig, nichts wartend. Ja, wir haben letzte Folge diesen Bahnhof in Betrieb genommen. Der erste rote Blitz ist noch unterwegs. Schon sehr lange unterwegs. Ah, und da fährt er schon zurück und der andere ist hier. Also, klappt noch alles. Wunderbar. Und jetzt wird der direkte Tramverkehr zwischen diesen beiden Orten, zwischen den beiden Bahnhöfen aufgebaut. Vielleicht bringt es was, vielleicht nicht. Wir wissen es nicht. Ich suche nur gerade den Trambahnhof. Wow, was ist das? Ein riesiger Trambahnhof. Gibt es dazu einen... Ach so, großer Trambahnhof. Nein, ich brauche nur den Trambahnhof. Und der hat auch wirklich... Der soll fast keine Haltestelle haben, außer hier dem Bahnhof. Das hatte ich befürchtet. Jetzt muss ich erst auf Pause schalten. Ja, in welchen sauren Apfel beiß ich? Ja gut, das war der Train Fever für heute. Ich habe zu viel Geld ausgegeben. Nein, ich habe 49 Millionen inzwischen immer noch. So. Wie lasse ich den fahren? Bisschen abseits der Hauptwege wäre eigentlich ganz gut, dass er die anderen Straßenbahnen nicht so behindert. Aber, naja. So. Kann er noch irgendwas mitnehmen? Nur da. Vielleicht hier im Wohngang. Das ist jetzt einfach so. Das ist der Direkt-Shuttle. Punkt. Ende aus. Deswegen heißt er jetzt auch Homberg Shuttle. Ich glaube, Shuttle schreibt man so. Peinlich. Und der geht wirklich von da nach da. Von Homberg Efze Transfer zu Homberg Efze Zentrum. Und jetzt wird Pferde automatisch darüber, aber da gibt es keine Gleise. Ja, es ist natürlich jetzt für die gibt es, glaube ich, keine Wegpunkte. Also der wird so fahren, wie er will. Wahrscheinlich darum. Wir werden sehen. Dann sag ich ihm jetzt aber erstmal Drams kaufen. Nehme 1, 2, 3 von denen. Und dann kriegen sie Homberg Shuttle. Und, wie schön, er fährt darüber. Jetzt ist natürlich die Frage, doch, aber die müssen darüber fahren. Der Tram? Ja, der fährt noch richtig. Ich sehe gerade, es würde sich jetzt bald lohnen, mal neue Trams zu bauen. Komm, kann ich hier eine Brücke bauen? Das wäre jetzt die Frage, weil das Haus abreißen kostet natürlich wieder, aber es würde die Tram erleichtern. Testen. Ja. Wie befürchtet. Aber ich kann es ja mal von hier probieren. Schade. So richtig. Schade. Kann es mir ja leisten. Probieren. Das will er überhaupt nicht. Schade, es wäre ein richtig schöner Ort für eine Brücke. Ha! So, und dann nehmen wir natürlich noch eine schöne Brücke. Na komm, so. So. Dann kriegt Homberg Efze jetzt seine zweite Tram, denke ich mal. Oh, ich bin immer noch wieder im Pausenmodus. Es tut mir leid, liebe Bewohner von diesen Häusern. Aber es war nötig. Eigentlich wollte ich auch was anderes machen jetzt, gell? Was hatte ich denn versprochen? Ach so. Gut.
kommt bald. Die ist eingerichtet. Ach du Schande. Was ist das hier? Ach so, ja, die kommen aus dem Tramdepot. Deswegen, die wollen alle aufs gleiche Gleis. Eigentlich könnte ich die Haltestelle auch gegen den Bahnhof hier austauschen. Kommt noch. Nicht jetzt. Ich will noch das mit dem hier schaffen. Also das nenne ich mal fett. 26 Einwohner, ich möchte mal wissen. 3 Millionen. Also, Rottgau ist ein Bonzenkaff. Die hier bedienen wir schon gar nicht mehr mit unseren Bussen. Das soll was heißen. Gut. Jetzt heißt das natürlich erstmal Geld einbußen, wenn ich das jetzt wirklich durchziehe. Aber, upsala, ich bin fest entschlossen. Also, los geht's. Die kriegen, denke ich, warte mal, was kostet denn gerade so ein Zug hier drüben? Und wie viel fährt er? Der kostet mich. Und diese Doppelblitze haben mich gekostet. Wo ist der Doppelblitz? Doppelblitz. Da ist der Doppelblitz. Der Doppelblitz kostet mich 647. Ja, dazwischen wird noch ein Wagen gehängt. Und dann fährt das. Genau. Und das 4 Stück oder so. Für die ist es nämlich jetzt Ende. So. Ins Depot. Hast du kein Depot mehr hier unten? Doch, du hast doch hier unten ein Depot. Aber kein Strom. Darf ich raten? Kein Strom. So. Ins Depot. Ins Depot. Das wird jetzt natürlich, das werden jetzt Einbrüche hier. Also hier ins Depot werden jetzt Welten niedergehen. Ins Depot. Das ist jetzt wieder so ein kleines Risiko, vor allem weil die Strecke länger ist als die alte. Und du müsstest doch auch einen Weg ins Depot finden. Ja. So, hier gibt es ja ein Depot, alles gut. Dann gibt es jetzt erst die neue Strecke und die heißt wieder mal Homberg, weil ich Homberg mag. Homberg, Rottgau und das hier müsste Meißner sein. Hier. Und die beginnt natürlich hier. Fährt über diesen Eingang nach draußen, hoch nach oben. Habe ich irgendwo Wegpunkte? Der sitzt da oben. Dann fährt er über den hier rein. So wie es sein sollte. Fährt hier drauf. Weiter über den Wegpunkt, der vorhanden sein sollte. Genau. Und dann fährt er runter nach Meißner. Und Meißner natürlich wieder hier drauf. Auf den Wegpunkt nach oben Richtung Rottgau. Fährt wieder in Rottgau ein. Fährt über diesen Wegpunkt zurück nach Homberg-Efze. Das ist die neue Strecke. Wirklich lang. Deswegen müssen eigentlich erstmal alle Züge vom Gleis runter, bevor ich die in Betrieb nehmen kann. Vor allem gibt es diese die alte jetzt auch nicht mehr. Also die alten waren um, das ist die neue, die hier. Upsala, kommst du da raus? Hallo. Wieso bist du jetzt da hinten? Das frage ich mich. So. Homberg-Rottgau. Sehr lukrative Linie, wird gelöscht. Rottgau-Meißner auch sehr lukrativ geworden, wird gelöscht. Die gibt's nicht mehr. So. Jetzt erstmal alle Züge weg. Ich weiß, dass hier Strom funktioniert.
Sollte zumindest. Upsala. Und dann sollt ihr jetzt natürlich bis hierhin. Jetzt mal wieder Normaltempo. Ich hoffe, dass jetzt alle weg sind. Fahrzeug im Weg. Kennen wir ja. Mein Problem mit den Fahrzeugen. Es ist da unten noch. Ist da unten noch und fährt schön munter vor sich hin. Aber dann kann ich hier schon mal. Fahrzeug im Weg. Ich werde nicht mehr. Ja, wegen dem da. Ach, der Bahnhof braucht sowieso nichts. Das ist kein Durchgangsbahnhof. Ja, Durchfahrtsbahnhof. Ja, komm schon. Also hier ist noch. Also der Strom müsste ja durch und durch liegen. Die sind beide mit Strom gefahren. Das ist jetzt eine hohe Investition, die ich jetzt gleich tätigen werde. Und ich hoffe natürlich, dass sich das rentieren wird. So. Deswegen, es werden hier nämlich erstmal die beiden verkauft. Komm schon. Das Krokodil wird gestaucht, ich habe es genau gesehen. Züge kaufen. Die habe ich ganz vergessen, ich muss immer noch. So, den da. Eins. Zwei, drei, vier. Ja, vier, das ist kein Scherz. Eins, zwei. Der geht nach oben. Der geht nach unten. Nach unten. Nach unten. So. Wie viele Plätze? 48. Für den Anfang denke ich genug. Und schafft 120. Und der fährt jetzt natürlich auf Homberg-Rottgau-Meißner. Und dasselbe Prozedere startet nämlich jetzt von hier. Erstmal auf Pause schalten, weil es jetzt ein bisschen down wird. Züge kaufen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hoch. Runter. 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 Und Homberg, Rottgau, Meißner. So, sind noch irgendwo alte Züge. Verkaufen, verkaufen. Die waren noch nicht alt, ich weiß. Es tut mir auch etwas weh. Jetzt fahren wir erstens schneller noch als vorher. Und weiter. Also, Homberg FC entwickelt sich zu einem Großkreuz. Und hier entwickelt sich ein Stau. Und du, Homberg FC Zentrum. Tatsächlich ein Passagier. Ob das sich jetzt lohnt, trotzdem. Also, die müssten sich noch ein bisschen auseinanderziehen, dann wäre es ein bisschen besser. Aber das Problem ist halt, dass die hier auch hinter den anderen hängen. Nur hier kriegen die freie Fahrt. Aber hier wartet zumindest einer. Es will niemand nach Reiskirchen. Aber in Reiskirchen wollen wenigstens Leute da runter. Oh ja, wunderbar. Noch kein Stau hier zumindest. So. Und da ist es jetzt passiert. Welche Linie? Rottgau Bus 1. Einer der wenigen Busse, die überhaupt noch bei mir fahren. Damit schreit die Tram Rottgau. Dass der Bus. Dabach nach. Da so. Ganz langsam. Jetzt schreit Rottgau nach einer Tram. Bus kommt raus. Es wird Tramzeit. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Das war es nämlich dann wieder für jetzt, für heute. Vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Bitte, bitte, bitte. Okay, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.